Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Adventure Time und der zweiten Folge von She Remembered Caterpillars. Wir sind hier im dritten Akt, wenn mich nicht alles täuscht, im dritten Level, und ich habe dieses Rätsel gedanklich eigentlich schon gelöst. Was mir dabei unglaublich geholfen hat, ist einfach mal vorab zu schauen, wo muss eigentlich jeder dieser Gummies am Ende der Map, am Ende des Rätsels stehen, denn es gibt auf dieser Map hier beispielsweise eigentlich wirklich nur drei logische Plätze, beziehungsweise für jeden einen logischen Platz. Wir sehen zum Beispiel, dass hier, nur hier, der Gelbe hinkommt. Also hier kommt nur der Gelbe hin. Das heißt, das ist der Platz des gelben Gummies. Wir wissen auch, dass hier eigentlich nur der Blaue hinkommt. Denn der Blaue kann nicht auf dieses Plättchen und nicht auf dieses Plättchen. Also ist das Ausschlussverfahren, dass der Blaue hier hin muss und der Rote auf den hier muss. Und wenn man weiß, wo die stehen müssen, dann kommt man tatsächlich auch leichter auf die Lösung dieses Rätsels. Also wir holen jetzt erstmal den gelben hier rüber. Gehen hier unten lang. Ich weiß gar nicht, brauchte ich den. Ich glaube, ich kann den direkt schon hier lassen. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Jetzt nehme ich den und hole den hier rüber. Ja. Wir holen den gelben schon mal hier oben hin. Jetzt muss ich mit dem hier rüber. Der blaue kann hier bleiben, denn das ist ja auch das Feld, auf den er gehen soll. Jetzt gehe ich hier hin. Hier rüber. Hier entlang. Und da oben hin. Und lass den gelben hier raus. Dann kann der rote nämlich über die rote Brücke hier rüber und an der blauen, an dem blauen Tor vorbei. Der gelbe kommt hier rüber, der blaue kommt hier rein und der rote kommt hier rein. Und schon haben wir das Level gelöst. Also wenn man sich das gedanklich einmal vorstellt, bevor man überhaupt einen Zug macht, dann kann das schon wesentlich hilfreicher sein, als einfach drauf loszuklicken. Ich hätte dir sagen sollen, dass ich dich liebe. All die Jahre war dies niemals anders. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Und jetzt haben wir zum ersten Mal grüne Brücken dabei. Interessant. Und wir haben ja auch direkt einen grünen Gummy. Und da wissen wir ja, das ist blau und gelb. Der blaue kann hier lang. Kann aber nicht hier rüber. Das ist schon mal interessant. Hier müsste der Grüne nicht durchkommen. Also der Blaue kann hier rüber. Theoretisch. Jetzt müssen wir nur gucken. Den kriegen wir nicht hier rüber. Den kriegen wir auch da nicht rüber. Also hier ist es recht offensichtlich, dass die alle in die gleiche Ecke müssen. Die Frage ist halt nur, wie schaffen sie das? Wir gehen mal mit dem hier rüber. So. Der gelbe kommt logischerweise nur hier runter, wenn wir den blauen dafür haben. Schicken wir den mal hier rüber. So. Jetzt benutzen wir den blauen zusammen mit dem roten, um hier runter zu kommen. Okay, der muss hier rüber. Kommt aber hier nicht dran vorbei. Das ist ein Problem. Egal mit wem wir den mixen, der kommt da auch nicht rüber. Der kommt allerdings hier runter. Ich weiß nicht, ob das wichtig sein könnte. Könnte es wichtig sein? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt schon mal da, wo sie sein sollen. Ah ja, ich glaube, ich hab's. So, und dann nehmen wir den blauen hier rüber. Der kommt ja hier lang. Na,
Durch das Tor. Den können wir jetzt holen und machen einen lilanen draus. Ja, es kommt hin. Es kommt hin. Wunderbar. Und damit müssten wir eigentlich den zweiten Akt auch schon abgeschlossen haben. Und können die verworrene Geschichte etwas näher beleuchten. Akt 4. Er ist wach. Und das sieht schon recht kaputt aus, muss man mal sagen. Ich weiß wirklich nicht genau, wie viele Akte dieses Spiel hat. Das kann ich auch nicht einschätzen. Ich weiß, dass das Spiel jetzt nicht so unbedingt mega lang sein soll. Aber das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie gut man durch die Rätsel kommt. Aktuell kommen wir ja ganz gut durch, aber man weiß nie, wie das am Ende aussehen wird, wenn es noch komplexer wird. Er ist wach. Es tut mir leid, aber das ist nicht genug Beweismaterial, um das zu untermauern. Aber wenn du es dir doch ansehen würdest, wirklich, es tut mir leid. Ich kann nichts mehr für dich tun. Was ist denn das hier? Das ist ein Schalter, oder? Okay, jetzt kommen also noch Schalter dazu, ja? Hier komme ich gar nicht durch. Ja. Also hier sieht die Welt wirklich verdorrt aus. Und es kommen jetzt auch noch Schalter dazu. Das auch noch. Aber noch komme ich damit klar. Noch können mich die Gummies nicht in die Knie zwingen. Kapitel 18. Das werden die nicht absegnen. Ganz bestimmt nicht. Sei still, das ist mir egal. Wenn sie Beweise wollen, dann werden sie eben so viel bekommen, dass sie kaum noch Luft bekommen. Warte! Beweise wofür? Für die Existenz von irgendetwas? Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir zwei Schalter. Ach du Schrecke, und wir müssen beide drücken. Okay, hier kann nur der rote lang. Hier kann nur, also so wie es gerade steht, ist es ja okay, aber der. Hier muss der rote hin oder der. Nee, der blaue muss hier hin. Der blaue muss da bleiben. So, jetzt müssen wir. Nee, das. Das reicht nicht. Dann müssen wir das nochmal anders machen. Holen den mal eben rüber. Nee, das ist auch falsch. Ich weiß nicht, ob das hinkommt, was ich da jetzt tue. Ich würde es mir sehr wünschen. So, du kommst wieder zurück. Du bleibst jetzt da. Dich holen wir ab. Dann kannst du hier wieder rüber. Und das war's.
Das müsste es jetzt sein, ja. Kann gut sein, dass ich hier zu viele Züge gemacht habe, als dass es notwendig gewesen wäre, aber immerhin haben wir es jetzt geschafft. Kapitel 19. Ich werde dich nicht mehr aufgeben. Ich habe es einmal getan. Ich werde es nie wieder tun. Okay. Zwei Schalter. Nur zwei, drei Gummis. Der Gelbe kann sich hier nicht wirklich gut bewegen, muss man mal sagen. Der Gelbe kommt eigentlich nur diese Route entlang. Das ist schon mal falsch. Ich glaube, anders als so geht es gerade nicht. Also du könntest jetzt theoretisch hier rüber und hier hin. Die Frage ist, warum? Sobald ich einen von den anderen wegbewege, kommt es ja schon nicht mehr hin. Ich weiß. Ich weiß. Blau kann jetzt da oben hin und Rot kann hierhin zurück und kommt zum Gelben. Okay. Wir kommen hier nicht rüber. Komm hier rüber. So, jetzt haben wir den Gelben da. Ja, jetzt müsste die Sache eigentlich klar sein. Sollte man meinen. Sie ist es aber nicht. Der kommt jetzt problemlos von A nach B. Das ist okay. Da kommen wir nicht weiter. Aber wenn der Gelbe sich hier raufstellt, dann können wir doch was erreichen. Ja. So. That's it. Geil, geil. Ich finde das mit den Schaltern cool. Aber ich frage mich, was jetzt noch mehr dazu kommen kann. Außer vielleicht noch ein paar weitere Farben. Wobei wir eigentlich schon ziemlich viele Farben haben. Kapitel 20. Du musst damit aufhören. Nein. Dann tritt einen Schritt kürzer. Geh nach Hause. Mach etwas anderes. Irgendetwas. Ich bin fast fertig. Hör mir zu.
Es hat niemand etwas davon, wenn du tot bist. Geht es also wirklich um den Vater? Der da irgendetwas versucht? Es ist diesmal ein Schalter. Und es sind wieder drei Gummis. Gerade ein bisschen verwirrt, aber ich gucke erstmal. Das kommt, glaube ich, nicht hin, was ich da gerade versuche. Nee, kommt es wirklich nicht. Nee, das kommt nicht hin. Das kommt nicht hin, weil wir den blauen nicht dahin kriegen, um einen grünen zu machen. Und der blaue hier jetzt nicht mehr rauskommt. Wir müssen nochmal zurück. Das war nicht richtig. Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen rum, okay? Danke. So. Funktioniert auch nicht. Ich glaube, der Blaue kann auf jeden Fall nicht hier stehen. Der Blaue kann nicht hier stehen. Oder? Nee, kann er nicht. Der Blaue steht also entweder da oder da. That is not so easy. Jetzt kommt hier keiner mehr weg. Das ist Unsinn.
Ich probiere gerade nur ein bisschen rum, weil ich die Map gerade nicht verstehe. Das führt zu nichts. So, wenn ich jetzt so mache, haben wir wieder den grünen. Der grüne kommt hier nicht dran vorbei, der kommt aber nach hier unten. Das ist echt ein Problem. Es kommt wieder nicht hin. Es kommt nicht hin. Das Level ist schwer. Für mich ist es zumindest schwer. Das ist nicht einfach. Ich sehe es nämlich gerade nicht. Was ist, wenn wir den blauen hier hinstellen? Nichts. Das bringt nichts. Das hat keinerlei Vorteil. Im Prinzip müssen alle hier sein. Wenn alle hier oben sind, kommt es hin. Hier oder hier? Oder? Nee, es müssen alle hier sein. Alle müssen hier sein. Dann können wir nämlich die zusammen machen, gehen hier hoch, lassen den gelben hier, gehen zurück, merchen mit dem anderen gelben, gehen hier rüber. Der gelbe geht runter, der blaue geht hoch. Es müssen also alle hier sein. Okay, das habe ich jetzt kapiert. Es müssen alle hier sein. Aber wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir alle hier hoch? Ah. Warte mal. So. Ja, und das ist es halt wieder, ne? Wenn man einmal begriffen hat, wo alle eigentlich stehen müssen, dann ist es super easy. Das hätte ich, glaube ich, auch schon viel früher haben können, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Man muss die Level durchschauen, so wie sie da gestaltet sind.
Kapitel 21. Du musst loslassen. Die Gummies machen ihre Arbeit, aber es gibt bestimmte Suprastrukturen im Frontalhirn, die nicht rückgängig gemacht werden können. Würden sie es dort versuchen, könnten wir vorhandene Nervenfunktionen gefährden. Ich weiß. Was hast du nun vor? Ich werde eine Lösung finden. Also ich bleibe weiterhin dabei, dass die Gummies dazu da sind, um den Vater zu retten. Und dass sie sich irgendwie in seinem Kopf befinden. So. Das könnte ziemlich kompliziert werden. Der kommt da nicht durch. Was ist denn, wenn wir den hier hin machen? Na, den roten. So, dann kommt der blaue hier durch. Weiter geht's aber nicht. Aber immerhin ist der blaue jetzt schon mal da. So, jetzt kommen wir mit dem hier rüber. Der rote kommt hier nicht lang. Der gelbe kommt hier aber lang. So, was ist, wenn wir die jetzt tauschen? Der blaue hier rüber geht. Versuche gerade herauszufinden, wo der rote hin muss. Hier. Hier kann der rote dann rausgehen. Hier muss der gelbe hin. Ziemlich safe. Bin mir ziemlich sicher, dass der gelbe dahin muss. Nein, das passt nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade mache, aber auch das probiere ich wieder nur aus. Ich glaube, dass der gelbe hier hin muss. Es kann aber gut sein, dass der Gelbe erst zum Schluss hier hin muss. Jetzt ist der Gelbe zwar da, aber ich komme mit dem Roten wieder nicht zurück. Und zwar gar nicht zurück.
Okay, der kommt da lang, der kommt da. Okay, dann machen wir das erstmal so. So. Da kommt niemand rüber. Da kommst du auch nicht rüber. Da kommt aber der Gelbe rüber. Das bringt aber nichts. Was soll ich mit Grün hier? Das ist auch die Frage. Was soll der Gelbe da unten? Das führt ja zu nichts. Okay, ich glaube, genug Denksport für diese Ausgabe. Wir haben schon wieder Überlänge. Ich würde sagen, wir gucken uns dieses Ding hier einfach beim nächsten Mal an und hoffen, dass wir es lösen können. Denkt natürlich immer daran, gehen oder bleiben. Ihr dürft entscheiden hier bei Adventure Time. Votet, guckt euch die Videos an und lasst einen Kommentar da, wenn ihr wollt, dass She Remembered Caterpillars in die zweite Woche kommt. Es wäre sehr nach meinem Geschmack, denn ich denke, wir sind noch lange nicht mit diesem Spiel durch. I want you for an adventure.